Was für eine aufregende Schlacht in der letzten Folge. Und in dieser Folge wollen wir dem natürlich gleich tun. Aber hier kommen wir nicht mehr hin. Also, dieser Planet, dieses System wird jetzt auf Stufe 3 ansteigen. Bei der Verseuchung des Nurgle. Wir spulen die Zeit vor und bleiben natürlich relativ zentral, damit wir überall schnell hinkommen. Ja, hier gibt es die nächste Stufe, das konnten wir leider nicht aufhalten. Und wir schauen mal, was jetzt passiert. Wir haben auf jeden Fall 4 Servitoren, das ist schon mal interessant. Denn damit können wir hier beim Schiffstatus nämlich reingehen und sagen, dass wir das Augurium aufwerten. Kostet 4 Servitoren und dauert 18 Tage. Und wir bekommen dann hier weitere Prognostizarien, mit denen wir wiederum diese Verseuchungsstufe, die wir gerade gesehen haben, um 2 Punkte senken können. Das heißt, hier könnten wir das gesamte System heilen oder hier an diesen beiden Orten könnten wir zumindest stark eingreifen, denn wir sehen, wie schlimm es schon um diese Planeten steht. Schon Stufe 3 von 5. Aua. Das tut weh. Wir spulen weiter die Zeit vor. Und der nächste Blütenwuchs ist erkannt. Und da können wir direkt reingehen in die nächste Mission. Denn wir sehen, wir haben gerade 5 Einheiten, die bereit wären für den Kampf. Und wir brauchen nur 4. Deshalb gehen wir natürlich... Ja, wo gehen wir hin? Das ist jetzt natürlich die Frage. Gehen wir hier an diesen Ort, um Stufe 4 zu verhindern. Aber es könnte hier natürlich auch besonders stark sein, besonders schwer sein, weil wir schon Stufe 3 sind. Ja. Oder wir verhindern, dass hier ein neues System infiziert wird. Dass dieses System hier eine Stufe raufbekommt, finde ich nicht schlimm. Denn mit Prognostizarien können wir 2 retten. Und wenn es nur einen hat, werden wir diesen Planet nicht retten, weil wir dann ja einen Gefahrenpunkt quasi komplett rauslassen würden. Das heißt, entweder hierhin oder hierhin. Bevor das hier noch schwerer wird, sollten wir vielleicht hier den 4. Punkt aufhalten. Könnte man sich überlegen. Wir machen das mal. Wir reisen hierhin. Und ein Eingriff ist erforderlich. My servitors have flagged some interesting chatter from a nearby waystation of the Officio Medicae. They appear to have been inoculating their patients against the effects of the bloom. We should travel to the facility and investigate. I will mark its location on the star map. Okay. Vakir meldet sich und sagt, nein, nein, Kommandant. Nein, nein, Commander. Wir wollen nicht hier diese Blüte aufhalten, sondern... Wir müssen zu einem nahegelegenen Ort gehen, wo wir vielleicht, wenn wir die Einrichtung untersuchen, weiterkommen in unserer Forschung. Und dieser Ort ist ganz woanders. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, retten wir das System oder retten wir uns? Wenn wir dahin reisen, verstreicht sehr viel Zeit. Ich weiß aber nicht, ob es reicht, hierhin zu reisen und danach noch hierhin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir reisen zu diesem Medizinort und lassen hier alles verseuchen. Oder wir retten erstmal diesen Ort. Wir können von dort aus hierhin weitergehen, aber wir dürfen eine Sache nicht aus den Augen lassen. Wenn wir jetzt eine Mission machen, werden unsere Grey Knights wieder verletzt sein. Und es könnte sein, dass wir dann diese Mission nicht mehr machen können. Deswegen gehen wir direkt hierhin. Wir sind hier auch auf Stufe 3. Wir müssen unsere besten Mannen dorthin ziehen. Wir müssen das machen. Wir haben gerade keine andere Wahl. Und ein Forschungsprojekt wurde auch abgeschlossen, und zwar Zugriff auf die
Saat. Und damit haben wir einen Extraktoren-Servoschädel, den wir mitnehmen können. Und was nehmen wir jetzt? Wir haben zwei Saaten extrahiert. Bräuchten für diese Forschung 5 Saaten. Könnten hier sagen, ja, Willenskraft auf Warpwogen oder weniger Warpwogen pro Zug. Das wäre natürlich auch spannend. Oder ein Gefechtsoptionsslot. Das lohnt sich natürlich erst, wenn wir Gefechtsoptionen überhaupt freigeschaltet haben. Und das ist auch eine grundlegende Mechanik, die wir noch gar nicht gesehen haben. Deswegen würde ich es gerne machen. Insbesondere, weil das gerade auch keine Saat kostet. Hier müssten wir Saat ausgeben. Lasst uns erstmal das erforschen, wo wir keine Saat für brauchen. Dann sehen wir auch, was das hier bedeutet. Und können dann auch sehen, ob hier diese Gefechtsoptionen interessant für uns sind. So Sachen wie Heilung kann man eigentlich nicht genügend haben. Also wir gehen hier auf die Warpfeld-Durchdringung, forschen das. 19 Tage dauert das. Wir gehen zurück auf die Sternenkarte und reisen weiter. Und die anderen Systeme, sie sind verloren. Sie sind einfach verloren, weil wir nicht an allen Orten gleichzeitig sein können. Ja, ein kritisch verwundeter Ritter wird nach dem Kampf mit einer Augmentation ausgestattet. Unser Apothekarius hat ja wirklich gelitten in der letzten Folge. Und so richtig retten konnten wir ihn nicht. Er bekommt eine Augmentation. Und Augmentationen haben keine negativen Effekte, sondern geben uns zusätzliche Kampfboni. Ja, also der Schritt an die Schwelle des Todes bringt uns sogar noch was. Aber wenn er nochmal stirbt, wir sehen das, 1 von 2, ist er komplett tot. Egir Hane hat eine Augmentation bekommen. Aufgrund seiner Verletzung mussten wir die Augmetik Gelenkverstärkung einsetzen. Und der oberste Apothekario schätzt, dass er 48 Tage benötigen wird, um sich vollständig zu erholen. Diese Augmetik hat keine Auswirkung auf die Leistung des Ritters und wird nicht im Fähigkeiten-Ausrüstungsset aufgeführt. Okay, das heißt, das, was ich gerade vorgelesen habe, ist irrelevant, weil diese Augmentation keinen Effekt hat. Zumindest aber auch keinen Negativeffekt. Wir kommen an. We have arrived at the Medicare's facility. I will depart in my frigate and make direct contact myself. With the blue map break so rampant in this area, it could take me some time. Can you not simply seize their records? You have the authority. Such biomancies can be exceedingly complicated. Without examining their patients firsthand, it will be time-consuming to understand their process. Okay. Vakir möchte selber aufbrechen und die Dokumente holen. Beschlagnahme die Aufzeichnung mit deiner Befugnis. Verhöre sie und erfahre alles Wissenswerte. Nimm dir die Zeit, um ihren Prozess zu studieren. Ja. Also, Vakir sagt, dass es sehr kompliziert ist. Es braucht Zeit, um den Prozess zu verstehen. Wir geben ihr die Zeit. The Officio Medicae are not known to be particularly efficient. I will return when I can. Und Vakir ist jetzt 10 Tage weg und die Edikt ist 10 Tage bewegungsunfähig. Ich dachte, dass wir jetzt hier eine Mission haben, dass wir jetzt hier unsere Grey Knights auch einsetzen müssen. Hätte ich das gewusst, hätten wir hier natürlich dieses System noch retten können. Und jetzt kommen wir auch nicht weg. Wir sind ja 10 Tage hier gebunden. Ärgerlich gelaufen, aber so ist das, wenn man blind reinspielt und dann auf dem Schwierigkeitsgrad skrupellos. Wir warten ab. Ich meine, wir warten ja sowieso noch aufs Augurium, bekommen dann hier noch ein Prognostizarien-Punkt dazu. Richtig gut. Haben das hier bekommen. Und als nächstes können wir tatsächlich, glaube ich, nur noch, wenn ich das richtig sehe, ja. Wir können nur noch jetzt
die Reaktorleistung verbessern, können dann erst diese Verbesserung bauen. Da gibt es ein paar coole Sachen, zum Beispiel hier dieses Gebäude, welches Servitoren auch herstellt. Wir haben ja einen ganz großen Servitorenmangel, müssen aber erstmal Servitoren darauf sparen. Also da können wir gerade nichts einstellen, leider, aber damit leben wir erst einmal und können auch damit leben. Vakir ist jetzt noch einen Tag dort. Commander, it has been a fruitful excursion. We have slowed the bloom spread to a crawl upon this world. Unfortunately, the solution relies on a volatile local compound and so cannot be applied elsewhere. We should return to our strategic objectives. Wunderbar. Das bringt uns im gesamten Hagan-System minus 2 Verderbnis. Das ist richtig gut. Das heißt, dass wir hier, wo wir eine Dreierverderbnis hatten, 2 Punkte verloren haben. Und das ist das Äquivalent von einem eingesetzten Prognostizarienpunkt. Das ist ziemlich stark. Und wir haben jetzt hier 3 Blüten wieder. Dieses hier würde ich durchlaufen lassen, dann können wir das komplett clearen mit der Prognostizarie oder wir nutzen das hierfür. Weil das hier ist schon kurz vor Stufe 5, das will ich eigentlich nicht zulassen. Und vielleicht können wir den und den hier beide abgrasen. Das hier ist der nächste, das ergibt sich natürlich, dass wir uns das hier als erstes ansehen. Sonst würde es mit der Zeit auch nicht hinkommen. Und wir kommen an. Kein Eisplanet, sondern ein bisschen düsterer. Vielleicht sogar ein bisschen von Gift übersetzt, diese lila Schleier, ich weiß es nicht. Die Feinde, ja, haben einen Saatträger. Alle Träger der Saat eliminieren, wir haben hier einen. Und für die ruhmreiche Tat müssen wir 4 Gegner mit einer Grenades-Waffe töten. Das ist wieder die alte ruhmreiche Tat. Granatenkills. Machen wir das. Ich hätte ja jetzt gerne den Extraktorenschädel mitgenommen. Und wenn wir den mitnehmen, haben wir nur noch 2 Einheiten mit Granaten. Das wird knapp. Deswegen würde ich dieses Mal auf die ruhmreiche Tat verzichten wollen. Einfach, weil ich den Extraktorenschädel mitnehmen möchte. Wobei, brauchen wir den Schädel? Wir gucken gleich erstmal, ob wir den schon mal einsetzen können. Ich gehe jetzt einfach mal auf Atlantis, einfach nur mal so. Und gehe hier auf das Ausrüstungsset. Kriegsausrüstung, Servoschädel. Und wir haben hier den Extraktor-Servoschädel. Ja, wir könnten ihn auswählen. Wir könnten damit eine Saat extrahieren. Geht natürlich auch immer im Nahkampf. Brauchen wir den Schädel jetzt schon? Wir könnten sonst mit 3 Granaten reingehen. Und dann könnten wir die ruhmreiche Tat machen. Wisst ihr was? Wir machen die ruhmreiche Tat. Wir machen das. Also, wir gehen hier rein in die Planetenansicht. Gehen auf Mission starten. Ruhmreiche Tat. Wählen wir aus. Wenn wir es nicht schaffen, verlieren wir einen Requirierungspunkt. Ich glaube, das ist es mir wert. Und stellen jetzt unsere Grey Knights zusammen. Wir müssen natürlich ein Justiziar mitnehmen. Und da würde sich entweder Mithraq Bors anbieten. Der ist nur Stufe 1. Der würde dann auf jeden Fall leveln. Finde ich gar nicht so verkehrt. Dann Dämonenhammer. Die Ausstattung würde ich gleich machen wollen. Wir gucken erstmal, wie wir die Ritter zusammenstellen. Wir brauchen einen Apothekarius. Da haben wir Voldred Edeon. Wir haben
Ja, wir können den Interceptor mitnehmen. Auf jeden Fall. Voldred. Ja, Voldred kommt mit. Und dann brauchen wir natürlich nochmal einen Purgator. Da nehmen wir den Erfahrenen mit. Wir haben schon nicht den erfahrenen Justiziar dabei. Dann kommt wenigstens ein erfahrener Purgator rein. Denn wir sehen, wir haben Stufe 1, Stufe 2, Stufe 2 dabei. Und dann jetzt ein Stufe 3 dabei zu haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Der Justiziar ist der Tank. Und dementsprechend sollte er ausgerüstet werden. In der Nahkampfwaffe kriegt er natürlich hier den Zerstörer von Chrysalix. Ja, nehmen wir weg. Das ist, glaube ich, kein Problem, den immer neu zuzuweisen. Wir müssen ja auf diesem Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall bedacht vorgehen. Und dann könnten wir sagen, ja, du nimmst das Buch von Domina Liber Demonica mit. Aber machen wir nicht, weil wir brauchen die Granaten. Hätte er noch einen weiteren Slot, hätte er das mitnehmen können, können wir jetzt aber nicht. Dann Rüstungstyp. Kann er die Terminator-Rüstung anziehen? Ja, hat er auch. Wir haben ja noch eine Servo-Rüstung, die plus 3 bringt. Wenn wir ihm die anziehen, da sogar 19 Rüstungen. Ja, da ist die Frage. Jetzt hätte er 19 Leben, nicht 19 Rüstungen. Bei der Terminator-Rüstung hätte er nur 16 Leben, aber 2 Schild. Und dieser Schild lädt sich immer wieder neu auf. Das lohnt sich mehr, würde ich behaupten. Wir haben sozusagen einen Lebenspunkt insgesamt weniger. Aber wenn sich das einmal wieder aufgeladen hat, hat sich schon gelohnt. Also er behält die Terminator-Rüstung. Und damit ist Mithraq Bors unser Tank. Dann haben wir hier noch den Interceptor. Und der Interceptor wird auch an der vordersten Front kämpfen. Und deswegen bekommt er die beste Servo-Rüstung. Wobei, was haben wir hier noch? Ja, Resistenz wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, könnte man auch überlegen, aber er hat nur 13 Lebenspunkte. Er soll mal hier die Dreierrüstung bekommen, hat er zumindest 16 Lebenspunkte. So, dann haben wir ihm natürlich die Nahkampfwaffe gegeben. Den Wehrstab, damit er ja die Möglichkeit hat, ein Ege-Schild auszulösen. Also noch ein bisschen tankiger zu sein. Ich würde ihm aber nee, der muss immer eine Nahkampfwaffe tragen. Ich kann ihm gar keine Fernkampfwaffe geben. Was könnten wir ihm noch geben? Wir könnten ihm so eine Hellebarde geben. Mit 5 Schaden. Das wäre auch nicht verkehrt. Das wären 2 Schaden mehr. Das wären 2 Schaden mehr. Ja, schwierige Entscheidung. Wir können aber auch sagen, er bekommt den Wehrstab. Aber dafür bekommt er den besten Sturmbolter. Als Zweitwaffe. Ja, die Crit-Chance ist natürlich nicht verkehrt. Kriegt er den Sturmbolter. Und das können wir auch nochmal machen bei Mithraq Bors. Bei ihm können wir auch noch sagen, nimm mal hier den besseren Sturmbolter und der mit mehr Munition. Ja, ausrüsten. Ja, Trevan hatte den vorher. Der liegt auf der Krankenstation. So, das heißt, die beiden sind schon mal ausgestattet. Dann gehen wir mal auf den Apothekarius, weil das, glaube ich, das Einfachste ist. Denn der hat natürlich als Nahkampfwaffe hier was ist denn ein Crotius Arcanum? Ich weiß es nicht. Ja, betroffenes Ziel erleidet 2 Schaden durch Angriffe. Es gibt eine Möglichkeit, dass das den Feind
verwundbar macht. Aber das Natekium ist natürlich das Interessante für ihn und das ist auch ausgerüstet, weil er damit heilen kann. Und in der Kriegsausrüstung bekommt er natürlich den Servoschädel, der auch heilen kann. Denn das ist unser Spezialist beim Support. Und als Fernkampfwaffe bekommst du den ganz normalen Sturmbolter. Ja, das ist soweit okay. Und dann haben wir hier noch als letztes unseren Purgator. Und das ist jetzt eine spannende Frage. Wir haben ja jetzt zwei Nahkämpfer dabei. Nahkämpfer sind vorne drin, sind sehr nah am Feind. Deswegen haben wir immer gesagt, okay, wir nehmen den Psi-Pulser, weil wir da auch von sehr, sehr weit, von weiter Entfernung tatsächlich angreifen können. Der Psi-Bolter, der macht weniger Schaden, hat aber auch weniger Reichweite und weniger Munition. Viel weniger Munition. Und der Flammenwerfer, ja, auch problematisch mit der Munition, kann aber natürlich viele Feinde gleichzeitig treffen. Und in der letzten Folge hätten wir so einen Flammenwerfer vielleicht sogar gebrauchen können. Ja, könnte man sich überlegen. Aber wir haben hier natürlich Derek Fuel. Und das darf man auch nicht vergessen, weil er die Fähigkeiten hat, die den Psi-Pulser stärken. Und deswegen sollte er auch, wenn wir hier in dieser Konstellation vielleicht auch mal einen Flammenwerfer sehen könnten, sollten wir bei ihm auf jeden Fall immer beim Psi-Pulser bleiben. Und das machen wir auch. Er bleibt so, wie er ist. Und er kriegt auch nochmal eine bessere Servorüstung. Und zwar hier eine mit 2 mehr Lebenspunkten und Resistenz. So kommt er auf 16 Lebenspunkte und das ist erstmal ganz gut. Die wenigsten Lebenspunkte hat der Apothekarius, aber auch der wird ja nicht vorne drin stehen, der ist ja nur der Support. Alle haben 16 Lebenspunkte, ich glaube, das ist erstmal ganz gut, gerade weil das hier nicht die beste Armee ist, die wir haben. Und damit können wir die Mission starten und damit dann diesen Planeten hoffentlich säubern. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir wurden ja doch ganz gut überrascht in den letzten Folgen. Das hat schon stark angezogen mit der Schwierigkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht leichter wird. Dass jetzt immer mehr Überraschungen kommen, weil wir ja auch potenziell mehr Ausrüstung bekommen, bessere Ausrüstung bekommen, bessere Grey Knights bekommen, da muss es ja auch einen Anstieg des Schwierigkeitsgrades geben. Die Frage ist, wer ist schneller im Fortschritt? Der Schwierigkeitsgrad oder wir mit der Weiterentwicklung unserer Männer, unserer Ausrüstung, unserer Forschung und das mit so Servitorenknappheiten? Und so weiter und so fort. Wir haben ja wirklich schon gestruggelt an der einen oder anderen Stelle. Das wird noch richtig spannend werden. Our target appears to be the heart of a Hive World dockyard. Is it possible our prognosticators were mistaken? Have some faith, Purifier. What better place is there than a busy transport hub to spread a mass infection? You may have a point, Inquisitor. Brothers, seek for signs of the bloom and destroy any obstacle you find. Wir schauen, ob wir Anzeichen der Blüte finden. Hier an diesem Transportstützpunkt. Und wer wird vorlaufen? Natürlich der Interceptor. Der läuft mal so weit vor, wie er kann. Unser Kundschafter. Und der Apothekarius versteckt sich ganz gut. Bei ihm ist uns besonders wichtig, dass der Gute geschützt ist. Und hier oben sehen wir auch schon die ersten Feinde. Wir gehen mal ins E-Geschäft rein. Und schicken den Justiziar irgendwie hier in die Deckung. Wir wollen die Feinde noch nicht aufscheuchen. Und der kommt ja auch in die gute Deckung rein. Der hat ja eine gute Reichweite.
Und die Gegner ziehen. Damit kann man erstmal arbeiten. Wer geht weiter nach vorne? Ich würde sagen, unser Interceptor. Aber wenn der hier nach vorne prescht, deckt er die Feinde auf. Aber die Blüte steigt natürlich auch an. Er sollte schon nach vorne gehen. Wenn wir hier nach vorne gehen, haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, eine Runde noch auszuharren. Und das scheinen wir zu können. Das sollten wir vielleicht auch tun. Also die Nahkämpfer kommen jetzt mal über die linke Flanke. Gehst auch nochmal ins E-Geschäft rein. Sehr gut. Und der Apothekarius geht dahinter und er wird wahrscheinlich auch dahinter bleiben. Ja, wobei mit der Fernkampfwaffe kann er eigentlich schon mal zwischendurch schießen. Wir gehen ins E-Geschild rein. Das sieht gut aus. Und der Purgator. Ja. Kommt auch erstmal hier hin. Wird sich dann aber umpositionieren in der nächsten Runde. Der gegnerische Zug ist dran. Und vielleicht wäre es sogar schlau, wenn wir mit dem Purgator jetzt die Feinde aufdecken. Damit dann unsere Nahkämpfer vielleicht direkt wissen, wo sie hin sollten. Das heißt, wir gehen einmal hier hin und könnten einmal schießen wahrscheinlich. Und was ist das? Drei Marines. Drei Marines. Wow. Das ist nicht das, was ich mir unter einer verseuchten Planeten vorgestellt habe. Schieß mal hier rauf. Ja, nehmen die Deckung weg. Und werden den Feind schon mal ein bisschen rausnehmen. Und er kann tatsächlich nochmal schießen. Nochmal auf ihn, da gerade die Deckung weg ist. Lohnt es sich, glaube ich. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier den Apothekarius, der soll noch nichts machen, sondern hier erstmal der Interceptor. Schaffst du das hier einmal anzugreifen? Ja, würdest du schaffen. Problem ist, dann hast du ja deine Punkte ausgegeben. Wir könnten aber auch einen Teleporterschlag machen. Ja, bringt nichts gerade. Ja. Wenn du aber hier relativ in der Mitte bist, könntest du mit dem Teleporterschlag sogar alle dreimal töten oder angreifen. Können wir uns denn hier relativ nah teleportieren? Dass wir das vielleicht sogar nutzen könnten. Wir könnten uns hierhin einmal teleportieren. Wartet mal, das kostet einen Aktionspunkt und das kostet auch einen Aktionspunkt. Es könnte klappen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt. Aber ein Versuch ist es wert. Also wir gehen hier in die Mitte rein und sagen jetzt Teleportationsschlag auf ihn. Oh nein. In diesem Radius könnten wir dann alle anwählen. Ich habe gedacht, in diesem Ausgangsradius könnten wir alle drei anwählen. Aber nein, wir müssen dann, wir haben diesen Ausgangsradius, wählen einen an, um den herum dann andere stehen müssen. Das hätte man wissen müssen. Wusste ich jetzt nicht. Wir machen das dennoch. Ziel festlegen. Teleportationsschlag hierauf. Hat nicht funktioniert, anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, was hier schiefgelaufen ist. Ich habe sogar das Gefühl, dass uns Züge geklaut wurden. Der Justiziar war ja gar nicht dran. Aber wir spielen im Ironman-Modus. Wir können eh nicht mehr laden. Damit leben wir jetzt. Und der hat sich geheilt. Auweia. Ja, und der steht jetzt natürlich richtig gut frei.
Das hat nicht gut geklappt. Also das, was ich machen wollte, was ich mir vorgestellt habe, hat nicht gut geklappt. Und jetzt müssen wir mit dem Preis zahlen. Und zwar damit, dass hier der Interceptor ganz schön drankommt. Diese Space Marines haben unfassbar viel Leben. Und gleich ist die Blüte auch noch ordentlich angestiegen. Ja, was könnten wir machen? Wir könnten sagen, schieß mal hier rauf auf das Munitionsfass. Können wir den hier hinten nochmal ein wenig in die Mangel nehmen. Und dann könnten wir uns hier hinter verstecken zumindest einmal. Und nochmal einen Distanzangriff auf ihn durchführen. Ja, machen wir. Sehr gut. Das heißt, einen haben wir bald weg. Hier ist der Purgator. Und kommt der bis hier hinten an? Ja. Wunderbar. Das heißt, dass wir den Space Marine jetzt rausnehmen können. Mit zwei Schüssen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ein Feind weniger, der uns angreifen kann. Und wir könnten sogar noch sagen, Licht des Imperators auf diese beiden Feinde. Damit die jetzt gereinigt sind und zwei Runden lang schwächer sind im Fernkampf. Der Apothekarius geht ausnahmsweise ein Stück weit nach vorne. Wir müssen ja so ein bisschen unterstützen. Und der Justiziar muss auch nach vorne rennen, kann danach nichts mehr machen. Ich glaube, das wurde uns geklaut, diese eine Runde. Wir müssen damit umgehen können. So, die sind geschwächt, aber können natürlich immer noch Fernkampf nutzen. Und wir werden verseucht. Wenn es geklappt hat. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass der Interceptor verseucht wurde. Vielleicht hat es... Ja, vielleicht hat es geklappt, dass die Resistenz da reingegangen ist. Gegnerische Züge sind sehr viele Feinde hier auf dieser Map. Sie weiß nicht, ob es mir gefallen soll. Okay, hier ist der Überwachungsmodus drin. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie stören. Und das können wir erstmal, indem wir angreifen, sogar mit dem Psi-Angriff. Und können ihn betäuben oder die Fernkampfwaffe deaktivieren. Wir betäuben ihn. Und können nochmal angreifen, nochmal mit dem Psi-Angriff. Sehr, sehr schön. Können nochmal angreifen. Da lassen wir es aber mit dem Psi-Angriff, damit wir noch zwei Winspunkte behalten. Und Mithraq Bors sollte jetzt den Rest erledigen können. Mit dem Dämonenhammer. Das ist die Hinrichtung. Ja. Das ist sehr schön. Und kommen wir noch einmal an ihn ran? Ja. Das schaffen wir. Das heißt, wir werden auch ihn nochmal volle Kanne auf die Mütze hauen. Triggern damit aber die nächste Feindesgruppe. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr vorbereiten, sondern haben gleich die nächsten Feinde, die auf uns zurennen. Und da ist die Frage, wollen wir uns in Sicherheit bringen lieber? Weil wir wirklich viel Schaden anrichten. Wir nehmen den Schaden. Wir nehmen da den Schaden. Der Interceptor geht hier hinter und geht in Deckung. Der Apothekarius geht hier hinter, geht schon mal ein Stück vor. Denn der hat jetzt die Möglichkeit, hier in den Überwachungsmodus reinzugehen. Weil das ja Nahkämpfer sind, das heißt, die werden auf jeden Fall auf unsere Grey Knights gehen. Und da kann der Apothekarius zumindest einmal ein bisschen unterstützen. Und dasselbe
könnten wir mit dem Purgator machen. Allerdings kann der nicht in den Überwachungsmodus gehen. Der kann aber vielleicht von hier aus schon den ein oder anderen schwächen. Ja, Licht des Imperators könnten wir machen. Ist aber noch geblendet für eine Runde. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Distanzangriff auf hier hinten. Und nehmen hier mal einen raus. Würde ich sagen. Also zumindest schwächen. Bereiten das natürlich ein bisschen vor für die Granate. Deshalb werden wir ihn nicht töten, sondern den nächsten daneben angreifen. Haben aber keine... Ja, wir müssen nachladen, okay. Keine Munition mehr. Und das sollte dann vorbei sein mit den Aktionspunkten. Ja, richtig. Jetzt kommen die Nahkämpfer. Kommen sie nah genug ran? Ja, es geht so. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Feinde. Ja, die ein bisschen geschwächt sind. Diesen Überwachungsmodus da hinten verstehe ich nicht. Vielleicht kann mir den einer erklären. Also wenn mir den jemand erklären kann, dann bin ich auf jeden Fall glücklich. So, das Egeschild wurde zweimal weggemacht vom Tank und jetzt wird der Tank ordentlich malträtiert von verschiedenen Einheiten. Unter anderem auch vom Space Marine. Ja, das ist ärgerlich, dass wir da mehrere Feinde getriggert haben. Nur mal für mein Verständnis, könnten wir uns eigentlich zurückziehen, die Flucht antreten und sagen, nee, wir wollen nicht weiterkämpfen. Natürlich wollen wir das nicht, aber wäre das möglich? Optionsmenü. Damit können wir normal das Spiel beenden. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir können nicht abhauen. Das heißt, wir sind gefangen. Wir könnten hier eine Granate werfen und schon mal zwei töten. Machen wir mal. Vier sollen wir töten, damit haben wir schon mal zwei weg. Okay. Sehr, sehr gut. Und er ist nicht mehr gebunden. Auch das ist schon mal gut. Ist noch dieser eklige Feind. Ich glaube, der kann Feinde wiederbeleben, oder? Nein, der doch stöhnen. Aber er kann auch explodieren. Also er kann Feinde wiederbeleben. Das will ich eigentlich nicht. Den sollten wir eigentlich so früh wie möglich rausnehmen. Das heißt, ich werde hier einmal in den Angriff reingehen. Und können wir noch einen Angriff ausführen? Ja, einer geht noch. Und wir könnten... Ja, was machen wir? Wir nehmen den extra Schaden. Und haben ihn getötet. Wir haben ihn dadurch explodieren lassen, wurden hier geschwächt. Aber besser, als wenn er hier die Leichen wieder zum Leben erweckt hätte. Hier können wir wahrscheinlich auch eine Granate werfen. Und hätten dann unsere ruhmreiche Tat auch erledigt. Machen wir. I am his will. Machen wir. Die ruhmreiche Tat ist erfüllt. Dann greifen wir hier diesen Feind an. Und betäuben ihn. Sehr, sehr gut. Der Purgator rennt nach vorne. Und hat auch noch eine Granate, die wir nutzen können für uns. Macht einmal Licht des Imperators auf die beiden Feinde. Zwei Fernkämpfer, die sollten erstmal geblendet und gereinigt werden. Und der Apothekarius
schauen uns nochmal hier diese Warp-Geschwindigkeit an. Visiere einen Ritter innerhalb einer Reichweite an und erlange bei Nahkampfangriffen für 2 Züge plus 2 Crit-Schaden plus 1 Bewegungsgeschwindigkeit und immun. Das heißt, wir könnten ihn buffen quasi. Machen wir mal den Buff auf den Tank. Der hat ja auch die stärkste Nahkampfwaffe. Ich glaube, das lohnt sich. Insbesondere, wenn wir das kombinieren mit der Schlachtfeldmedizin und ihn jetzt auch noch mal ein bisschen heilen. Ja, die Seuche ist schwierig. Ich weiß nicht, wie lange die hält. Müssen wir gleich mal schauen, ob die hält oder ob wir gleich befreit sind von der Seuche. Das sollte der Apothekarius vielleicht auch noch lernen, solche Statuseffekte zu entfernen. Diesen Überwachungsmodus verstehe ich übrigens wieder. Auch wenn er mir nicht gefällt. Okay, der macht eine Gefahrenausbreitung und bringt hier nochmal richtig schön die Seuche ins Spiel. Gefällt mir alles nicht so gut. Wir haben den Seuchenträger auch noch nicht gefunden. Also hier ist jetzt der Apothekarius. Der kann man mit dem Servoschädel ihn hier ein wenig unterstützen. Der ist nämlich gerade ziemlich unter Problemen und könnte vielleicht seinerseits einen Angriff durchführen. Ja, macht zwar nicht viel Schaden, aber besser als gar nichts. Ein Schaden ist besser als kein Schaden. Und dann lad man nach. Und du hast noch einen Zug, aber den nutzt, indem du hier in Deckung gehst. Du bist unser Apothekarius, sollst dich nicht in unnötige Probleme reinfinden. Wir haben hier die Warp-Geschwindigkeit. Das Problem ist, wenn wir hier reinrennen, haben wir die Seuche und wir haben den Überwachungsmodus. Du hast aber noch eine Granate. Du könntest sie werfen und hier den Überwachungsmodus zumindest rausnehmen. Und ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon, dass wir jetzt schon alle Granaten ausgegeben haben. Aber ich sehe gerade einen großen Vorteil darin, die Deckung des Feindes zu durchbrechen. Wir gehen weiter auf den Space Marine, aus dem Grund, dass wir gerade seine Rüstung zerstört haben und das dann auf jeden Fall nutzen sollten. Der hat ja auch so eine Terminator-Rüstung. Wir können ihn sogar komplett töten. Wunderbar. Das ist gut. Der Pajator Derek Fuel wird, glaube ich, ein Level abbekommen. Der hat wirklich jetzt schon viel getan. Jetzt haben wir hier Mithraq Bors. Und er hat die Warp-Geschwindigkeit und schafft es tatsächlich, bis hier hinten hin zu rennen. Mit der Warp-Geschwindigkeit. Um den Feind zu töten. Er wurde dadurch verseucht. Aber das ist okay. Ich glaube, wir haben hier alle Feinde besiegt. Wir haben hier alle Feinde besiegt und können uns mal kurz einen Überblick verschaffen, wo hier noch Feinde sind. Haben wir hier nur noch eine Stelle mit Feinden? Ist es nur noch hier drin? Nee, hier hinten sind auch noch welche. Okay, wir sollten uns aber hier rein verlagern. Ja, wo gehst du hin? Mein Freund, vielleicht solltest du da einfach mal stehen bleiben für eine Runde. Und geh mal ins Egeschild rein. Und ja, mach Überwachungsmodus. Ich weiß nicht, was du sonst machen sollst. Dann haben wir hier Voldred Storm. Auch der sollte hier nicht durch das Feuer laufen. Deswegen
Beweg dich mal hier hin und geh in die Deckung. Und der Apothekarius setzt aus. Yes, Commander. Nee, der setzt nicht aus. Der kann die Zeit nutzen und hier den Purgator einmal heilen. Und wir gleich wieder halbwegs geheilte Grey Knights. Und geh dann hier wieder in Deckung. Wir warten mal, bis hier diese ekelhafte Mauer weg ist. Und du machst gerade mal gar nichts. Achso, du bist der Apothekarius. Geh in Egelschild rein. Der Purgator. Du machst gar nichts. Gehst auch einmal ins Egelschild rein. Aber wir beenden jetzt hier die Runde. Er ist weiterhin verseucht, okay. Hier ist der gegnerische Zug. Und die Blüte steigt. Bald gibt es wieder Vorteile für den Feind. Nachteile für uns. Und es sieht mir gerade nicht so aus, als wenn sich das hier ändern würde. Also umlaufen wir das mal. Mit den Grey Knights, die das umlaufen können. Das ist einmal der Purgator. Und es ist einmal der Apothekarius. Die müssen nicht in die Seuche rein. Und hier, du bist auch schon durch. Und der Interceptor kann sich rüber teleportieren. Schau nochmal kurz, wo die Feinde sind. Hier sind sie drin. Ja, dann gehen wir hier in Deckung. Wunderbar. Haben die Feinde damit auch nicht aufgedeckt. Das ist auch wichtig. Wir könnten uns sogar hier hinter verstecken. Ich glaube, das ist noch der bessere Ort. Und dann haben wir dich noch. Ja. Geh mal hier. Wir beenden den Zug. Ja, die Seuche ist noch da. Nee, wir haben hier noch drei Feindesgruppen, wenn ich das richtig sehe. Oder haben die sich so stark bewegt? Wir haben minus einen Windspunkte für die restliche Mission. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Also hier ist noch eine Feindesgruppe. Hier ist die zweite. Und hier hinten die dritte? Nein. Das heißt, die haben sich einfach nur stark bewegt. Also hier draußen ist der Feind. Wird erstmal hier mit den Einheiten nach vorne rennen. Und das ist doch weggegangen hier. Okay. Dreh mal ein bisschen die Karte. Und das ist immer sehr ungewohnt, wenn man sich an eine Blickrichtung gewöhnt hat. Gerade bei Strategiespielen, wo man irgendwie mehrere Stunden sogar auf einer Map verbringt. Das ist ja jetzt in diesem Fall noch gar nicht so schlimm. Weil wir uns erst weniger als einer Stunde zumindest auf dieser Karte befinden. Aber wenn man irgendwie stundenlang auf einer Karte ist, dann kann das schon mal sehr, sehr ungewohnt sein. Können wir bis hierhin vor? Ja. Aber weiter nicht. Wir gehen ins Egelschild rein. Es könnte sein, dass wir entdeckt werden von den Feinden. Das ist aber okay. Aber dann sind wir hier vorbereitet durch das Egelschild. Die Feinde bewegen sich. Nee, da ist doch noch eine weitere Gruppe. Also scheint, oder? Nee, die, die hier war, ist jetzt hier. Die bewegen sich super schnell. Ja, wir können hier übers Fenster rein. Oder hier durch diese Tür. Wir stellen uns erstmal hier bei der Tür auf, würde ich sagen. Aber nein, wir werden entdeckt. Durchs Fenster, oder wie? Ja, durchs Fenster tatsächlich. Das ist ja sogar realistisch. Gut, dann müssen wir jetzt da durch. Target acquired. Und gehen hier trotzdem hin. Mit den Nahkämpfern.
Und der kann sogar auf die andere Seite noch. Dann haben wir hier den Apothekarius. Und der könnte vielleicht hier noch einmal heilen. Da hat die Seuche nochmal zugeschlagen. Und im besten Fall auch nochmal die Warp-Geschwindigkeit hinzufügen. Nein, das klappt nicht mehr. Könntest aber eine Überwachung machen hierhin. Falls die Feinde kommen. Wir haben auch den Saatträger dort oben. Wir haben gelernt, den sollten wir im besten Fall als letztes töten. Genau, hier gehen wir hier hin. Und der Purgator. Ja, hier ist ein explosives Fass. Der kommt auch hier hin und unterstützt hier. Der Apothekarius muss sich gleich ein bisschen zurückziehen, das wird aber können. Und die Feinde kommen hier raus und greifen direkt an, aber wir sind auch gut im Nahkampf. Der Träger der Saat wird schon stark beschädigt. Das könnte ein Problem sein, denn wenn wir ihn töten, bekommen wir Probleme. Weil dann nämlich das Endsegment ausgelöst wird. Und wenn das ausgelöst wird, kommen wir Probleme. Also hier ist der Apothekarius. Du könntest hier... Könntest du ihn töten? Ja, sogar im Nahkampf. Das machen wir einmal. Wunderbar. Und dann kannst du dich hier hinter verstecken. Und dann ist erstmal alles gut. Wir können mit dir... Erstmal hier diese Feinde hier ausschalten. So, der erste, der komplett down ist. Und der zweite mit dem Psi-Angriff, vielleicht kriegen wir ihn komplett down. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch Voldred Storm. Und der könnte doch jetzt seinen Teleportationsschlag machen. Und die beiden mitnehmen. Ihn will ich nicht mitnehmen. Aber... Ich kann das nicht bestätigen. Das ging ja letztes Mal auch nicht, falls ihr euch erinnert. Sie noch auf einen Verbündeten klicken oder auf einen Ort, wo er dann nachstehen möchte vielleicht. Ja, doch. Der muss noch auf einen anderen Ort dann. Ja, geh mal da hoch. Da bist du ein bisschen sicherer. Und das ist ein cooler Angriff. Dann kannst du mich von hier oben den mal rausnehmen. Und ihn auch noch. Wunderbar, das hat gut geklappt. Haben wir nur noch den Saatträger. Und für den können wir uns ein bisschen aufsparen. Es sei denn, der löst gleich Feuerschutz aus oder so. Dass wir ihn automatisch angreifen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, aber ja, da müssen wir dann durch. Ja... Geh mal hier hin, in Deckung. Und kommst du hier hinten hinein? Ja, dann geh mal in das Egeschild. Und wir können warten. Ja, diesen Space Marine würde ich gerne noch rausnehmen, bevor der Träger der Saat stirbt. Und der hat Überwachungsmodus eingestellt. Und das ist so ein Stöhner. Das haben wir noch nicht gesehen. Jetzt werden hier die Leichen wiederbelebt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Jetzt müssen wir überlegen. Ach, ich wusste nicht, dass er so ein Stöhner ist. Bis zu 4 Leichen im Umkreis von 3 des solchen Wandlers werden als Stöhnende Seuchenwandler wiedererweckt.
Was passiert, wenn wir ihn töten? Sterben die dann wieder? Sind die an ihm gebunden? Weil dann würde ich ihn jetzt doch töten wollen. Ich mach das auch. Einfach mit der Hoffnung, dass die Stöhnenden hier die anderen Leichen damit auch verschwinden. Müssen wir jetzt machen. Haben wir die Saat bekommen? Ich glaube nicht, aber wir haben auch nicht die Mission abgeschlossen. Das heißt, es gibt noch einen Saatträger. So. Dann müssen wir die anderen jetzt so wegmachen. Das sollte aber klappen. Das sollte klappen soweit. Ja, die haben alle nur ein Leben. Da kann selbst unser Purgator im Nahkampf was erreichen. Und wir kommen aber nicht an diesen Space Marine ran. Nee. Gehen wir nochmal ins Ego-Schild rein. Wir hier noch den Interceptor, der ist am stärksten angegriffen. Ja. Können aber gerade nicht heilen. Das heißt, der Apothekarius wird einfach ins Ego-Schild reingehen. Und hier ein bisschen vorrücken. Der Interceptor wird gar nichts machen. Der kann auch einmal nachladen. Natürlich, klar. Der kann auch ins Ego-Schild gehen, aber der wird nichts machen. Da wollen wir kein falsches Risiko eingehen. Der Space Marine wird sich sicherlich bewegen jetzt. Wenn wir zu nah rangehen an den Space Marine, triggern wir halt die andere Gegnerwelle dahinter. Das ist soweit auch okay. Aber wenn wir den Space Marine töten können, ohne die andere Welle zu triggern, dann wäre das natürlich nochmal besser. Und hier gibt es eine Verstärkung durch die Warpwoge. Das sollte aber kein Problem sein. Das kann sich auch der Apothekarius vornehmen. Da brauchen wir nicht die Punkte für jemand anderen oder von jemand anderen nehmen. Der Apothekarius kann sogar hier zur Tür gehen. Und kannst du hier auf ihn schießen? Ja. Du hast hier tatsächlich ein Schussfeld. Du kannst schon mal hier die gesamte Rüstung wegmachen. Und der Justiziar kann mal hier hinten rumlaufen. Und von hier hinten angreifen. Und damit haben wir die anderen getriggert. Gut. Das wollte ich verhindern, aber das ist jetzt passiert. Damit müssen wir jetzt leben. Können ihm die Fernkampfwaffe abtrennen. Und da er noch wirklich früh im Stadion des Überlebens ist, werden wir das auch erstmal machen. Purgator läuft hier nach vorne. It will be done. Mit dem könnten wir mal den Streuschuss versuchen. Das ist gerade mein Ziel, das einmal auszuprobieren. Mit dem Interceptor können wir hier noch einmal in den Nahkampf reingehen, das ausnutzen, dass der gerade keinen Schild hat und können ihn betäuben. Wunderbar. Aber jetzt ist der Feind dran. Der Interceptor steht da natürlich relativ frei. Und wir stehen neben einer Munitionskiste. Das heißt, die könnte zum Explodieren gebracht werden. Was uns wiederum große Probleme bereiten wird, weil da zwei unserer Leute nebenstehen. Schöner Flächenschaden auf unsere Kosten.
Wir müssen da relativ schnell weg. Der Pajator wurde unterdrückt. Den wollten wir eigentlich relativ nah an die Feinde bringen. Und dort gibt es gleich eine Zeitbombe. Da müssen wir unbedingt weg. Der Space Marine wurde getötet. Sehr, sehr gut. Aber wir müssen hier weg. Können wir diese Bombe zurückwerfen? Ich glaube nicht. Wäre aber witzig. Ja, wie machen wir das? Dieser Streuschuss greift alles an. Natürlich auch unsere Leute. Ich mache erstmal hier Licht des Imperators auf die Fernkampf. Auf die Fernkämpfer. Vielleicht auch auf den hier hinten. Vielleicht bricht das ja schon ab. Vielleicht reicht das ja schon. Nein! Das bricht das nicht ab, sondern durch Licht des Imperators werde ich sogar getroffen. Okay, das wusste ich nicht. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber okay. Aber er bekommt dann auch mal eine kleine Salve zurück. Zumindest eine kleine Rechtfertigung. Haben wir hier Mithraq Bors. Der muss ganz dringend weg. Und hier würden wir in einen Feuerschutz reinkommen. Ja. Aber wir könnten ihn von hier angreifen, von der Seite. Ohne in den Feuerschutz reinzukommen. Und können ihm die Fernkampfwaffe abschlagen. Das ist wiederum sehr wichtig. Und der Interceptor muss ganz dringend weg. Der kann sich mal hier oben hinterstellen. Ich glaube, der Streuschuss hat sich eh erledigt. Kann hier in den Überwachungsmodus reingehen. Dann haben wir hier noch den Apothekarius. Noch der kommt natürlich dazu. Ein bisschen weit weg stehen vom Purgator. Und hier gibt es jetzt die große Explosion. Ja. Das hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt. Space Marine wird angegriffen. Das ist erstmal ganz gut. Und die Kultisten, die sind absolut verrückt. Rennen weg, schießen. Schreien erquickt. Und gehen in den Überwachungsmodus. Also Mithraq Bors gerade sehr unter Druck. Ja. Verliert sehr viel Leben gerade. Das ist schwierig. Dort eine Festnagelung ist okay. Damit kann man leben. Der Apothekarius ist zuerst dran. Geht mal hier nach vorne. Und ja. Was macht er? Geht mal hier auf den, der in dem Überwachungsmodus drin ist. Vielleicht können wir ja Bors retten, aber hier schaffen wir es nicht, ihn anzugreifen, von der Position aus zumindest. Was ist, wenn wir hier rauf schießen? Können da noch nicht mal drauf schießen. Ja, schwierig. Auf wen könnten wir von wo aus schießen? Von hier hätten wir gute Chancen. Viele Positionen. Zielort festlegen.
Müssen halt aufpassen mit dem Interceptor, der hat selber halt nicht so viel Leben. Mit dem Psi-Bolt könnte es klappen. Ja, wunderbar. Das heißt, der Überwachungsmodus ist weg. Und wir haben damit Mithraq Bors ordentlich geholfen, können hier in den Überwachungsmodus reingehen. Der Purgator. Könnte ich hier hinten angreifen, ja. Warum nicht? Im Unterbrechungsschuss. Unterbrochen, sehr gut. Und noch schöne Schüsse hinterher setzen. Damit wir den einen Feind zumindest schon mal so ein bisschen rauskriegen. Du gehst als allererstes ins Egeschild rein. Das ist wichtig. Weil so viel Leben hast du nicht mehr. Und dann hier direkt auf den Space Marine rauf und in die Betäubung rein. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Hinrichten. Ja, wunderbar. Haben das E-Geschild. Und können dann hier sogar noch in die Deckung reingehen. Der Apothekarius kann ebenfalls in die Überwachung reingehen. Sehr schön. Der Purgator. Der Purgator wird ja, wir haben keine Sichtlinien gerade, glaube ich. Doch, hier. Hier noch einmal raufschießen. Ich glaube, der hat den Aktionspunkt gerade bekommen durch die Hinrichtung. Deswegen hatten wir jetzt noch einen Aktionspunkt, den wir vorher nicht gesehen hatten. Und hier sehr schön, hier haben wir sehr gut den Feuerschutzmodus nutzen können. Der Träger der Saat angegriffen, das ist der, der als letztes sterben sollte, eigentlich. Sofern wir es hinbekommen. Okay, hier dieser Feind geht hier oben hin und greift auch den Apothekarius an. Das sind spannende Entscheidungen der Feinde. Und hier hat die Servo-Rüstung die Immunität gebracht. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wie geht es weiter? Die Blüte steigt natürlich. Ja, nächste Runde und wir haben ein Problem. Hier kommen wir nicht weg wegen dem Überwachungsmodus, können aber einmal ins E-Geschild reingehen. Und dann hier durchgehen. Und dann nämlich hier die Unterdrückung auch aufheben. Die Fesselung. Sehr, sehr gut. Und immer noch ein Zweier Egeschild. Mit dem Apothekarius könnten wir hier unten diesen Feind töten. Nachladen. Und töten. Sehr gut. Das heißt, wir haben noch zwei Feinde hier. An den einen kommen wir nicht ran. Wir müssen hier eh erstmal nachladen. Bei Voldred Storm. Und können wir dich hier erreichen? Nein. Voldred. Geh einmal ins E-Geschild rein. Denn wir teleportieren dich. Direkt zum Feind. Direkt hierhin. Und hier haben wir noch den Purgator. Und der geht auch mal so nah runter, wie es geht. Und auch einmal ins E-Geschild rein. Ja. Das sollte gut klappen. Die Feinde hauen dort nach draußen ab. Voldred wird jetzt natürlich in den Mangel genommen. Das E-Geschild war noch voll. Jetzt kommt nur noch das von diesem Feind drauf. Und das ist eine Zeitbombe.
Aber das ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Damit können wir richtig gut arbeiten. Der Pidgeotto rumpelt jetzt für 3 Züge. Das ist nicht so schlimm. Und wir können hier die Saat extrahieren. Und sehen dann auch schon, von wo die Feinde kommen und wo wir uns positionieren können. Haben die Saat aber nicht extrahiert. Ja, okay, das ist natürlich dann ein Argument für die Servo-Schädel, dass wir die mitnehmen. Der Interceptor kann hier auf jeden Fall diesen Feind nochmal rausnehmen. Sehr schön. Nochmal normal. Nochmal betäuben. Der Pidgeotto humpelt natürlich jetzt. Kann aber bis hier hingehen. Und der Apothekarius natürlich ganz wichtig. Bis hier hinten hin und kann ihn sogar umbringen. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall ja hinrichten. Oh, episch. Und dann kannst du... Ja, wo kannst du in Deckung gehen? Erstmal hier. Und du gehst erstmal hier in Deckung. Und du gehst in dein Egelschild rein. Und du... gehst hier hinter. Jetzt kommen die Gardisten der Saat und da habe ich nicht dran gedacht. Die Deckung wurde weggesprengt. Was sind denn die Gardisten der Saat? Es sind wieder viele Nahkämpfer. Können wir uns das irgendwie zunutze machen? Das ist die Frage. Wir können natürlich in Überwachungsmodus reingehen. E-Geschild natürlich erstmal. Dann in den Überwachungsmodus. Bestätigen. Und der Apothekarius hier kann heilen. Da heilen wir den Tank. Dann geht er hier wieder zurück. Und geht ebenfalls in den Überwachungsmodus. Jetzt ist die Frage, mit diesem Streuschuss, würdest du hier oben hinkommen, ist die Frage. Wenn ich jetzt sage, geh mal hier hin und mach dann den Streuschuss. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das hier hochgeht. Ich glaube nicht. Ich glaube nur den einen, der da an der Klippe steht. Und deshalb gehst du auch erstmal in den Egelschild rein. Schießt hier einmal auf den hier oben. Weil der kann ja nicht in den Überwachungsmodus reingehen. Und nachladen ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und Bors, ja, der ist ja gleich der Tank. Der kann ruhig mal auf eine sehr, sehr offensive Position gehen. Damit die Feinde gleich auf ihn gehen. So, der hat schon gut gelitten durch den Feuerschutz. Der nächste auch. Ja, das ist schon mal gut. Es werden Leichen wieder erweckt. Und die Feinde kommen und umzingen den Pidgeotto. Einer geht aber auch zum Interceptor hin.
Der Apothekarius bleibt auch nicht unverschont. Pejeta hatte das Ege-Schild, alles ist gut. Wenn du jetzt den Streuschuss machst, würde der Interceptor Probleme bekommen. Aber allgemein wäre der Streuschuss schon eine gute Idee. Interceptor. Was ist denn, wenn du ihn erstmal tötest? Und dann hier wegrennst. Wenn wir jetzt hier mit dir den Streuschuss machen, müssten alle sterben. Alle Feinde müssten sterben. Es müsste klappen. Alle müssten sterben. Und? Also wenn der kein Level up bekommt, dann weiß ich auch nicht. Ege-Schild. Das war's. Alle Feinde sind tot. Wir brauchen Einheiten mit Flächenschaden. Das haben wir gerade gelernt. Können Zug beenden. Es ist alles gut. Und das ist der Sieg. Komm schon, zeig mir den Bildschirm. Sieg. Sehr, sehr schön. Das hat doch richtig, richtig Spaß gebracht. Eine richtig coole Mission, die schon so ein bisschen Tücken hatte, Kniffeleien gerade am Anfang. Wir haben aber die ruhmreiche Tat vollbracht. Wir haben gerade am Ende das meiner Ansicht nach sehr geschickt gelöst und kommen jetzt in den Siegbildschirm. Und unsere Grey Knights sollten auch nicht so super verletzt sein. Ja, die werden verletzt sein, aber das sollte sich eigentlich in Grenzen halten. Und was sagt uns der Endbildschirm? Erstmal 4 Requirierungspunkte, 2 Saaten gesammelt. Doch, also wir müssen das nicht mehr machen mit den Saaten sammeln, also extra auswählen, sondern es passiert automatisch. Und wir bekommen einen Justiziar. Nehmen wir natürlich mit. Buße des Ketzers. Was ist das für eine Waffe? Ist das eine sekundäre Waffe? Ja, es ist ein Psi-Bolter. Für Purgator und Purificator. Den Purificator kennen wir noch gar nicht. 4 Schaden, 8 Reichweite, 3 Munition, 15% Crit Chance und 2 Crit Schaden. Also die Crit Chance ist natürlich cool. Aber ansonsten hat die mich jetzt noch nicht so angesprochen. Wir gucken mal weiter. Wir hätten hier ein Schwert mit 4 Schaden. Und sonst nichts. Können hier Verbesserungen machen, aber eigentlich hat es noch gar nichts. Schaut mich auch noch nicht so gut an. Während hier diese Servorüstung, eine weitere Servorüstung, könnten wir gut gebrauchen. Mit 2 mehr Lebenspunkten und 1 Granatenschaden. Das ist doch interessant. Ein Interceptor zum Beispiel, der die Servorüstung anzieht und Granaten mit hat. Ja, das finde ich gut. Und dann haben wir hier noch das Liber Dämonicum. Plus 2 Crit-Schaden. Wir haben schon ein solches. Deswegen nehmen wir das nicht mit. Könnten natürlich sagen, wir nehmen hier nochmal die Buße des Ketzers mit. Wegen dem Crit-Schaden. Das ist natürlich interessant. Aber sind Psi-Bolter nicht die Sekundärwaffen? Will man die überhaupt haben? Beim Purgator? Ich würde es einfach mal nicht mitnehmen. Ich würde nur mit den beiden gehen und die Requirierungspunkte tatsächlich sparen. Ja, verwundet. Er hier, der Apothekarius, aber nur 18 Tage. Das ist sehr gut.
Mithrakim Bors kriegt sogar eine Beförderung, aber der hat natürlich auch mit Stufe 1 gestartet und der kann schon Terminator-Rüstung tragen. Das ist sehr gut. Er ist ja unser Tank. Wir könnten ihm noch eine Rüstung dazugeben. Das würde sich anbieten. Und wir könnten ihm eine Fähigkeit geben, womit er 3 Rüstung bekommt. Kostet aber Willenspunkte. Oder nochmal ein Rüstung mehr fürs Egelschild. Ja, dann hätte er 4 Rüstung fürs Egelschild. Das könnten wir hier noch nehmen. Visiere einen Ritter in einer Reichweite von beliebig an und transferiere für einen Zug die Rüstung dieses Ritters. Das ist ja super stark. Wenn jemand gerade in Not ist, könnten wir sagen, wir geben dir meine Rüstung. Das nehmen wir mit. Und dann hätten wir hier natürlich noch die Warp-Ladung. 3-mal mehr Rüstung, aber dann würde es eh geschehen immer Willenspunkte kosten. Das will ich eigentlich weniger, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier unten noch? Mehr Lebenspunkte, aber das ist ja schon. Was können wir hier noch nehmen? Wähle einen Ritter innerhalb einer beliebigen Reichweite, erlangt einen weiteren Aktionspunkt. Das kostet einen Willenspunkt, aber es gibt sicherlich immer mal Aktionen, wo man das gebrauchen könnte, weil er nicht nah dran genug ist oder so. Das halte ich schon für sinnvoller. Oder wir geben dem Psi-Bolt, also der Fernkampfwaffe, weiter Schaden. Ich glaube, das ist am interessantesten. Beförderung bestätigen, aber er bleibt verwundet, trotz der Beförderung. Wunderbar. Servitoren immer noch nur 1, wir haben aber jetzt 4 Requirierungen und ein Prognostizarium und haben dieses System vor Nurgle gerettet. Das ist cool. Dieses System können wir, glaube ich, nicht mehr retten, wenn ich es richtig sehe. Schade. Aber wie viel wir noch retten können und wie es damit weitergeht mit Warhammer 40k, Chaos Gate, Demon Hunters, das sehen wir in der nächsten Folge.